Wir gehen jetzt hier rein, machen bei. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Ihr seht gerade schon, ich habe eine kleine süße Fledermaus. Die habe ich von euch geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank für die unfassbar vielen Geschenke, als ich auf dem Public Server war. Ich habe nicht erwartet, dass so viele Menschen da sind, ohne dass ich sage, dass ich gerade online bin. Ich kann euch mal ganz kurz meinen Rucksack zeigen mit allen meinen Pets, die ich bekommen habe. Ich danke euch allen mega, mega, mega. Ihr seid einfach zu krass. Vielen, vielen Dank für euren Support. Dickes Bussi geht raus. Falls ihr mein Freund sein wollt, dann schickt mir jetzt eine Freundschaftsanfrage unter Sandy Roll, denn ich habe fast die komplette Anzahl an Freunden erreicht. Das heißt, wenn ihr einer meiner Freunde sein wollt, dann schickt mir eine Anfrage. Ich nehme alle an, bis es nicht mehr geht. Ich habe mir sagen lassen, 200 Freunde sind das Maximum. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen heute ein paar weitere Fledermäuse bekommen. Ihr seht, ich habe nur 2000 Candy Corn im Moment. Aber Leute, kein Problem. Wir gucken einfach, wie viele von den Boxen wir aufmachen müssen, von den Bettboxen, bis wir eine Albino-Fledermaus bekommen. Leute, es wird so cool. Ich möchte unbedingt eine weiße Fledermaus. Die passt mega, mega gut zu der Sandy hier in Roblox Adopt Me. Und ich möchte sie unbedingt haben. Wir haben nur noch 9 Tage Zeit und ich möchte unbedingt auch... Moment, was? Wo sind wir hier? Ich möchte unbedingt auch den Skelerex und Ghost Bunny und eigentlich möchte ich auch den Cerberus haben. Cerberus kostet 500 Robux. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, soll ich mir Cerberus kaufen? In einem Video, ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare bitte jetzt, ich warte zu lang. Okay. Jetzt geht's aber erstmal los mit den kleinen süßen Fledermäusen. Und da ist die Albino, Leute. Ich möchte sie unbedingt haben. Oh mein Gott, sie ist so knuffig. Ich habe bis jetzt noch keine Robux ausgegeben. Die 2186 Candy Corn, die ich jetzt im Moment habe, habe ich mir alle hart erarbeitet. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, machen bei. Oh Gott, Leute. Oh Gott, guck mal. Oh Gott. Ein paar Sekunden später. Wir gucken rein. Wir gucken rein, was drin ist. Oh mein Gott, oh, das ist... Was? Das ist aber jetzt nicht euer Ernst, oder? Wir haben ein einziges aufgemacht und haben sofort die Albino bekommen? Really? Wir haben eine Chance von 1 zu 5, also 4 in 5 sind normale und 1 in 5 ist die Albino. Und oh mein Gott, Leute, wir haben sie im allerersten bekommen. Wie viel Glück habe ich denn? Ey, das, was sagt man immer, das Glück ist mit den Dummen? Wie, oh mein Gott, aber schreibt mir mal gerne jetzt in die Kommentare, wie viele von diesen Boxen musstet ihr aufmachen, dass ihr die Albino-Fledermaus bekommen habt? Wir haben sie jetzt sofort bekommen. Sie braucht natürlich noch einen Namen. Nur, wie nennen wir sie? Ich hätte gesagt, wir nennen sie Mary von Mary Sanderson. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Hocus Pocus kennt, aber eine der Sanderson Sisters heißt auf jeden Fall Mary. Und deswegen nennen wir sie Mary. Und ich glaube tatsächlich, dass ich sie jederzeit auch umbenennen kann. Guck mal, wie süß sie ist. Oh mein Gott. Das ist also nun Mary. Wir hatten so unfassbar viel Glück. Das Ding ist, dass ich jetzt im Moment, glaube ich, 3, genau, ich habe jetzt im Moment 3 von den normalen Bats. Ich brauche noch eine und ich werde dann gucken, dass ich meine 4 Fledermäuse alle in den Adult-Status bekomme, also dass sie alle erwachsen werden und dann möchte ich die unbedingt in Neon machen. Falls ihr das sehen wollt, schreibt es mir sehr, sehr gerne auch in die Kommentare. Ich habe mich ein bisschen mit Roblox beschäftigt, beziehungsweise mit Adopt Me und es ist einfach zu cool und deswegen, Leute, machen wir einfach noch eins auf, oder? Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass wir nochmal so viel Glück haben, aber es ist absolut in Ordnung, denn wie gesagt, wir brauchen einfach noch ein weiteres von den normalen Fledermaustierchen. Moment. Hier, glaube ich, muss ich draufdrücken, oder? Oh Gott, es ist riesig. I'm hungry. Mary ist hungrig. Ja, es ist ein normales. Somit habe ich jetzt 4 normale und tatsächlich ein Albino. Oh mein Gott, Leute, wie viel Glück habe ich eigentlich? Dann ziehe ich kurz meine Rollschuhe an, die ich übrigens auch von euch geschenkt bekommen habe, weil ihr einfach zu krass seid. Und gehen ganz kurz in die Schule, denn die kleine Mary, die möchte alles Mögliche. Die hat Hunger und ja, 20 Dollar. Die hat Hunger und Durst und so weiter und da muss ich ihr jetzt kurz weiterhelfen.
Und oh mein Gott, Leute, wie cool ist das denn? Mary schläft mit dem Kopf nach unten wie eine echte Fledermaus. Ich flipp komplett aus, Leute. Wie cool ist bitte Mary? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie findet ihr unsere neue Albino-Fledermaus? Oh mein Gott, ich lieb sie einfach. Sie ist mega. Wir nehmen sie natürlich wieder in die Hand und gehen weiter. Dann sind wir natürlich noch am Spielplatz und Slalom, Slalom und jetzt rein, rein, es ist wie in Agility, rein, schnell, 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 schnell und nein, ich hab's verkackt. Mary, Mary, wo bist du denn? Komm jetzt, hopp, hopp, rüber. Mary, Mary möchte nicht, Leute. Dann sind wir wieder von unserer Runde zurück und die Sandy ist mega glücklich. Mary nicht so wirklich. Sie hat schon wieder Durst und möchte gerne in die Dusche. Das machen wir aber definitiv im Off. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von der kleinen Mary und Leute, von meinem Glück, oder? Die erste Box und dann ist gleich eine Albino-Bett drin. Also das ist einfach zu krass, Leute. Ich hätte gern auch noch Skelerex und Ghost Bunny und natürlich Cerberus. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich die kleinen süßen Mäuse kaufe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sammle auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Candy Corn, dass ich nicht alles in Robux ausgeben muss, Leute. Und dann hätte ich gesagt, was ist mit dem Video? Guck mal, wie glücklich die kleine Sandy ist. Wenn ihr mehr Roblox Adopt Me Videos sehen wollt, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und lasst ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!